Wir haben gemeldet bekommen, ein Schuppenbrand. Es wurde gleich die komplette Samtgemeinde Bolliger Land alarmiert. Als wir vor Ort hier waren, waren beide Häuser schon unter den Giebeln, haben beide schon gebrannt, sodass wir versucht haben, sofort eine Brandbekämpfung einzuleiten. Aber aufgrund der Trockenheit haben wir dann auch Brandbekämpfung, aber mehr eine Riegelstellung zu den beiden Nachbarhäusern gemacht. Ja. Erstmal das Wetter natürlich, es ist trocken. Die Wasserversorgung in dem Gebiet ist auch nicht so optimal ausgebaut, wie man es aus den Orten her selber kennt, weil es ein Feriengebiet ist. Wir sind an einem Hydranten gegangen, der im ersten Moment genug Wasser hatte, haben dann aber durch nachrückende Kräfte sofort eine Wasserversorgung vom Teich aufgebaut. Erstmal ist es eine enge Bebauung. Es sind fast alle Häuser, die haben Propangas-Tanks große, aber uns wurde gleich berichtet, dass sie den großen Tank abgestellt haben. Personen waren ebenfalls keine mehr im Gebäude, hieß es gleich von Anfang an. Der eine ist bei der Arbeit und die anderen sind schon raus. Ja, es waren definitiv die beiden Nachbarhäuser, waren auch noch in Gefahr, sodass wir zügig eine Riegelstellung aufgebaut hatten, damit die Brandausbreitung eben nicht weitergeht. Ja, es sind alles Holzhäuser hier, es ist keine massive Bebauung, wir können keinen Innenangriff mehr vornehmen. Wir versuchen jetzt über die Drehleiter das Dach zu öffnen, damit wir von oben in die Gebäude ran können. Ja. Thank you.